Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir sind kurz vorm Viertelfinale hier bei dieser Euro 2016. Eine Partie läuft noch und es läuft die 86. Minute und Island führt 1 zu 2 gegen England. Also das wäre eine riesen Sensation. Da halte ich euch natürlich auf den Laufenden, wie dieses Spiel endet. Wir schauen einmal, wie die Achtelfinalspiele ausgegangen ist hier bei dieser Euro 2016. Schweiz gegen Polen 1 zu 1 in der regulären Spielzeit. Am Ende gewinnt Polen mit 4 zu 5 im Elfmeterschießen. Wales gegen Nordirland 1 zu 0. Kroatien verliert nach Verlängerung unglücklich gegen Portugal mit 0 zu 1. Am Sonntag, Frankreich schlägt Irland mit Glück 2 zu 1, Deutschland souverän 3 zu 0 geschlagen gegen die Slowakei, Ungarn gegen Belgien 0 zu 4 sind die Ungarn unter die Räder gekommen. Jetzt gibt es einen Freistoß für England, aber den hat der Torwart, beziehungsweise am Tor vorbei. Ja, da sind noch 3 Minuten reguläre Spielzeit und hier steht es überraschend 1 zu 2 für Island. Dann, wer wird der Gegner von Deutschland? Und das kann ich euch jetzt sagen, das wird Italien werden. Viertelfinale bei der Euro 2016. Italien gegen Deutschland gegen Italien. Italien hat bis zur 75. Minute sehr gut gespielt, waren 1 zu vorn gewesen. Dann hat Spanien nur noch Druck gemacht und dann in der 90. Minute macht dann Italien alles klar, beziehungsweise in der 91. Minute alles klar und haben dann dieses Spiel mit 2 zu 0 gewonnen. Und England gegen Island, da steht es 1 zu 2 für Island und dann schauen wir mal in das Viertelfinale, wie es hier ausschaut am Donnerstag. 21 Uhr Polen gegen Portugal. Da tippe ich einmal, dass Portugal das Halbfinale erreichen wird. Am 1. Juli Wales gegen Belgien. Da, ich würde sagen, dass Wales es schafft ins Halbfinale. Warum nicht? Dann Samstag, 2. Juli, Deutschland gegen Italien, 21 Uhr und Manuel Neuer bis jetzt noch ohne Gegentor, Buffon auch noch ohne Gegentor. Da tippe ich entweder auf ein knappes 1 zu 0 oder auf ein knappes 5 zu 4 im Elfmeterschießen für Deutschland. Und wer wird der Gegner von Frankreich? Der Sieger, Achtelfinale Nizza. Und da heißt ja die Partie England gegen Island. Und da läuft die 89. Spielminute. Und im Moment wäre es Island. Also diese Europameisterschaft mit Wales. Viertelfinale. Ich glaube, das hätte keiner gedacht. Island steht kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Und da könnte Island sich eine Chance herausspielen. Aber da verlieren sie den Ball. Beziehungsweise der Stürmer hat sich nicht getroffen. Jetzt gibt es nochmal den Konter. Klar, die Engländer müssen jetzt alles nach vorne werfen. Oh, dann müsst ihr schon. Oh, lasst euch nicht so austanzen. Und es gibt Ecke. Es gibt Ecke. Also, der Spieler konnte sich in den 16er sich schön bequem machen, weil sie sich nicht mehr getraut haben anzugreifen. Dann mussten sie doch irgendwie. Ecke. Nein. Nein, nein. Und es gibt auch kein Eckball, oder? Gibt es Eckball? Nee, es gibt Abstoß. Es gibt Abstoß. Das sieht man hier jetzt noch einmal. Keiner traut sich, ihn anzugreifen. Und dann traut der Spieler sich doch, weil er weiß, okay, ich komme an den Ball hin. Mann, Leute, das wäre eine Sensation. England, beziehungsweise Island, haut hier England aus dem Turnier im Achtelfinale. Und es laufen die letzten 3 Minuten. 3 Minuten Nachspielzeit. Die letzte Chance für die Engländer. Und klar, und England macht wieder Druck. Wieder über die Außenbahn. Und wieder kommen die Isländer nicht mehr hinterher, beziehungsweise können nur zur Ecke klären.
Eieiei, also, nee, Einwurf sogar, nur für England, aber Island muss aufpassen, die schwimmen. Entweder macht jetzt England das 2 zu 2, oh, haut den Ball raus, ja, sie hauen den Ball raus, aber England natürlich wieder am Ball. Klar, einfach hoch in den Strafraum, eine andere Wahl haben sie auch nicht mehr. 2 Minuten noch, 2 Minuten steht Island vor dieser Sensation noch einmal die Flanke eingeschlagen und wieder abgefangen, aber wieder die Engländer. Und wieder die Flanke von rechts. Und wieder raus damit. Und diesmal kriegen sie den Ball wieder nicht komplett raus, aber Fehlpass von den Engländern. Jetzt müssen sie von der eigenen Hälfte wieder angreifen, aber jetzt sind sie wieder auf der isländischen Seite und bringen wieder eine Flanke. Jetzt heißt es nur noch Kick and Rush bei England, und jetzt hat der englische Torwart, der ja diesen bitterlichen Fehler gemacht hat zum 2 zu 1, also dieser Ball war eigentlich schon haltbar gewesen. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, wenn ihr das Spiel jetzt auch gerade sieht. Noch einmal hoch und weit und wieder die Isländer, die letzte Minute läuft und sie dreschen auch nur noch den Ball weg. Beziehungsweise jetzt hat er ein sehr guter Konter von Island und wird gestoppt und es gibt Freistoß. Ja, nein, oder? Gibt es jetzt Freistoß oder nicht? Nein, es gibt nicht Freistoß, aber er hat ihn schon ein bisschen umgerempelt und wieder die Engländer. Die letzten 45 Sekunden. Vielleicht jetzt die allerletzte Chance für England und wieder von der linken Außenbahn und wieder. Nein, oh, da hat der Stürmer sich selber den Ball vertändelt und es laufen die letzten 30 Sekunden. Dann wäre Island hier im Viertelfinale bei dieser Euro 2016. Island, die Überraschung schlechthin. Wales, auch die Überraschung schlechthin. Und warum sollten beide nicht das Halbfinale erreichen? Überlegen wir mal. Wenn Island Frankreich im Viertelfinale raushaut und Deutschland Italien, oh, Kopfball, aber ein Tor vorbei, Glück für Island, dann hieß es im Halbfinale auf einmal Deutschland gegen Island. Und ich glaube, da hätten wir nichts gegen. Nee, es gibt nochmal einen Eckball. Es gibt nochmal einen Eckball. Die allerletzte Chance. Jetzt geht sogar der Torwart nach vorne. Wenn der jetzt den Fehler wieder gut macht, ich würde mich irgendwie. Oh, da wäre beinahe der Torwart rangekommen. Und das Spiel ist vorbei. Island steht im Viertelfinale bei dieser Euro 2016. Schlägt England mit 1 zu 2. Und klar, jetzt rennen sie alle auf den Platz und jubeln und die Engländer. Tja, time to say goodbye, wie man so schön sagt hier in Deutschland. Also, wir haben die folgenden Viertelfinalpartien: Wales gegen Belgien, Deutschland, Italien, Frankreich gegen Island und Polen, Portugal. Und im Halbfinale wird sich das kreuzen zwischen Portugal und Polen und Wales und Belgien und Deutschland. Könnte, wenn sie Italien raushauen und wenn, sagen wir mal, dumm gesagt, Island haut den Gastgeber raus, dann käme es zum Halbfinale Deutschland gegen Island. Und ich glaube, da hätten wir alle nichts dagegen. Was denkt ihr darüber? Wer kommt ins Halbfinale? Was denkt ihr darüber? Deutschland gegen Island? Wäre das eine Traumbegegnung? Oder Deutschland-Frankreich? Schreibt es doch, wenn ihr wollt, gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn nicht, mein Gott, dann halt einen Daumen nach unten. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Manuel und nicht zu vergessen, wenn ihr wollt, mich zu abonnieren und tschüss.